Während Paul Richter und Marc Westerhofen den Mann befreien, erreicht Jonas Schmidt und Tom Meyer ein besorgniserregender Notruf aus einer Gärtnerei in Köln-Sylt. Der Grund unseres Erscheinens hier vor Ort war ein Hilfeersuchen, da hier eine weibliche Person nach Hilfe geschrien hat. Und dann schauen wir uns auch hier vor Ort um. Ganz schön groß hier, ne? Hallo. Hallo, hallo. Guten Tag. Bleiben Sie kurz mal stehen. Bleiben Sie kurz mal stehen. Wir wurden hergerufen, weil hier Hilfeschreien vernommen worden sind. Ja. Lassen Sie das. Reden Sie mit uns. Ja. Arbeiten ja. Sie hier? Jein. Jein? Wieso sind Sie hier? Habe ich Ihnen gerade erklärt. Wir sind aufgrund eines Hilferufs hier. Haben Sie was vernommen? Schreie. Nicht nur aufgrund eines Hilferufs, sondern hier sollen wirkliche Schreie vorhanden sein. Also die Miriam, ne? Das ist die arbeitet hier. Das ist eine gute Freundin von mir. Ja. Und die hat mich angerufen und hat gesagt, hey, meine Mutter geht's nicht gut und komm schnell vorbei und hilf aus. Und dann dachte ich, gut, okay. Und dann bin ich hierher gefahren, hab sie vertreten. Dann kam diese Kundin und meinte, ich will jetzt sofort eine neue Vase. Und dann habe ich gesagt, nehmen Sie doch die. Und ich habe jetzt keine Zeit und ich kenne mich hier nicht aus. Und dann habe ich immer wieder versucht. Sie hat gesagt, Deutschland ist ein Dienstleistungsunternehmen und Sie müssen mir jetzt helfen. Also jetzt mal und ganz kurz. Ich würde jetzt ganz gerne wissen, warum diese Vasen hier zu Bruch gegangen sind und vor allem, warum es hier so aussieht, wie es hier aussieht. Die kam rein und war total wie so eine Furie und hat alles in die Hand. Ich meine, die Blumen sind jetzt alle kaputt. Mhm. Und Miriam kommt nachher wieder und... Haben Sie einen Ausweis für mich dabei? Nein. Haben Sie nicht. Wie ist Ihr Name? Gordon. Gordon, weiter? Stoll. Stoll. Sind Sie sicher? Ja. Also wo ist die Kundin denn dann hin? Also wenn Sie sagen, dass das jetzt hier zum Streitgespräch kam, die muss ja dann irgendwo... Wie soll ich das denn wissen? Das ja, und dann, so sind, Sie, dann meine, sind Sie ja gerufen worden und haben gesehen, ja, und dann sind Sie hinterher. Dann doch entgegengerannt sein, oder nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also als wir jetzt kamen, war keiner hier. Ich hätte zumindest, wenn ich jetzt eine Kundin gehabt hätte, die so aggressiv ist und hier rumschreit und hier irgendwelche Vasen zerdeppert, dann wäre ich hinterhergelaufen, hätte gefragt, was los ist. Die Kundin ist in die eine Richtung, die Freundin in die andere Richtung gelaufen und er ist hier, um die Freundin, zu unterstützen, weil sie plötzlich weg muss. Also die Angaben ergeben hier meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Tom Meyer geht deswegen auf die Suche nach der vermissten Freundin. In der Zwischenzeit ist Polizeioberkommissar Tom Meyer im Gartencenter immer noch auf der Suche nach der vermissten Frau. Also das sieht für mich aus wie ein blutverschmierter Lappen. Als wir dann das Tuch mit vermutlich Blutanhaftungen gefunden haben, kriegte die ganze Geschichte natürlich nur einen ganz anderen Geschmack. Wo ist das her hier, dieser Lappen? Wie ich Ihnen gesagt habe, die Kundin kam rein, hat gesagt, ich will, dann gab es hier Gewusel, dann ist das Zeug runtergefallen, dann hat sie halt eine Scherbe hier. Haben Sie das gesehen, dass die Frau verletzt ist? Würde ich es Ihnen sonst erzählen? Ja, das haben Sie uns aber jetzt nicht erzählt. Das jetzt schon, jetzt wo Sie das Tuch sehen, aber das ist doch nicht wichtig, wenn das da hinten liegt. Naja, eigentlich ist es schon wichtig. Ich hatte Sie ja vor allem, hatte ich Sie ja auch gefragt, wo denn die Kundin hin ist. Sie haben ja raus. Ja, richtig, da hatten Sie in diese Richtung gezeigt. Jetzt geht der Kollege da hinten hin und findet quasi in einer ganz anderen Richtung, findet der hier so einen Lappen. Hallo. Und Sie sind wer? Ich bin Niklas Eckert. Ich bin der Verlobte von Miriam. Was ist denn jetzt toll, ey? Also ganz kurz, wie heißen Sie? Entschuldigung. Niklas Eckhardt, ich bin der Verlobte von Miriam. Was ist denn hier passiert? Wir sind hier hingerufen worden, weil es hier wohl Schreie von einer weiblichen Person gab. Schreie? Schreie, ja. Und ich bin eigentlich hier, um Miriam für einen Frauenarzttermin abzuholen. Frauenarzttermin? Ja, die ist hochschwanger. Hochschwanger? Ja. Kennen Sie dieses Tuch vielleicht? Gottes Willen, was ist das denn? Ja, natürlich. Ist das Ihr Tuch? Ja. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass da auch vielleicht die Fruchtblase... Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie bewegen sich die ganze Zeit, bleiben Sie mal stehen. Der Kollege, der versucht das jetzt hier rauszufinden, Sie bewegen sich von da nach da. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind sehr nervös. Wer sind Sie überhaupt? Also Gordon, der Ex-Freund? Ja, doch ganz viel. Ich weiß eine ganze Menge über dich. Wissen Sie, was wir machen können? Ja. Sie können ja auch Ihre Freundin anrufen, oder? Ja, natürlich. Rufen Sie mal bitte. Geht da nicht ran. Weil wollen Sie das wissen? Sie hat gesagt, sie hat einen Termin. Vielen Dank, Sie haben uns schon erstmal genug geholfen. Vielen Dank. Na, was ist denn hier los? Klasse, dann hat sie es halt vergessen. Das passiert, das sind Frauen. In der Kasse oder wo? Ja, Frauen vergessen ihr Handy. Ist das Ihre Tasche hier? Ja, das ist tatsächlich Ihre Tasche. Was ist das denn? Was passiert?
Also das ist die Tasche Ihrer Freundin. Ja, dann gehen Sie mal. Definitiv die Tasche meiner Freundin. Dann gehen Sie mal, gucken Sie mal rein. Ja, du kennst ihn eher auswendig. Also normalerweise, wenn Frauen ihre Tasche hier einfach so lassen, dann stimmt irgendwas nicht. Wie oft haben Sie Ihren Rucksack zu Hause vergessen? Ja, aber es geht ja um die Handtasche. Das ist ja schon mal was anderes. Im Gartencenter wächst die Sorge um die vermisste Hochschwangere. Gucken Sie mal rein. Ja, also irgendwie sehe ich jetzt hier halt eine Anrufliste und da steht halt mein Anruf in Abwesenheit. Aber wer soll angerufen haben? Steht dann die Mama, dass die Mama sie angerufen hat? Nein, überhaupt nicht. Hier steht gar kein einziger Anruf. Vielleicht hat sie es rausgelöscht oder keine Ahnung. Ja, soll er blind sein oder was? Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt hat Bescheid gesagt. Also, wie war Ihr Nachname nochmal? Stoll. Stoll. Herr Stoll, jetzt mal Butter bei die Fische hier. Sie versuchen uns doch zu verarschen. Die ganze Geschichte entwickelt sich zum Nachteil der verschwundenen Dame. Also sie ist hochschwanger. Das hat natürlich eine ganz andere Gewichtung des Ganzen hier vor Ort. Da nicht nur ihr Leben möglicherweise in Gefahr, sondern das ungeborene Leben ist ja hier auch noch gefährdet. Vergessen. Ja, aber Sie haben sie doch... Ihrer Mutter ging es nicht hören gut. Hören Sie mir mal zu. Sie haben felsenfest... Oh, hören Sie ganz kurz. Nein, ich kann Ihnen das doch erklären. Hören Sie mir zu. Wenn ich Ihnen sage... Warten Sie mal. Wenn ich Ihnen sage, dass das hier so ist, dann ist das so. Das stimmt. Also, der erzählt uns... Herr Stoll, wo ist die Kundin raus und wo ist die Miriam raus? Dann ist sie halt die Kundin einmal hier rum und hat gesagt, sie will ihr Geld wieder oder keine Ahnung. Dann hat sie halt irgendwas umgeworfen. Was ist das? Also die ganze Sache stinkt hier zum Himmel. Ne? Und als mich dann mein Kollege gerufen hat, ich soll doch eiligst zu ihm kommen, mit dem, was ich dann gesehen habe, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Kommst du mal dazu, bitte? Kommst du mal dazu? Unterdessen hat im Gartencenter Polizeikommissar Jonas Schmidt die hochschwangere Vermisste gefunden. Hallo, sind Sie die Miriam? Ja. Ach du liebe Zeit, ich glaube, das Kind kommt. Hol mal einen Rettungswagen. Ja, mach ich. Arnold für die 1538. Ich habe hier eine hochschwangere Dame, die ist kurz vor der Entbindung. Ich brauche hier einen Rettungswagen, am besten mit einem Kinderarzt. Ja, mit, ich schicke euch einen RTW. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Es war eine Sturzgeburt jetzt gerade. Ich lasse sie jetzt am besten erstmal alleine. Ja? Miriam, was ist mit unserem Kind? Was heißt hier euer Kind? Das ist nicht von dir. Das weißt du doch nicht. Doch. Hast du ihm denn noch nichts erzählt? Gehen Sie mal. Ich bleib bei ihm. Jetzt tu doch nicht so. So, die ganze Geschichte hat nicht gestimmt. Was ist los hier? Raus mit der Sprache. Also, das ist Miriam. Das ist meine Ex-Frau. Beziehungsweise Ex-Verlobte, Ex-Freundin. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich habe sie nach langer Zeit in der Stadt wieder mit so einer Kugel gesehen. Ich weiß nicht, was sie an ihm hat. Was? Ja. Und dann ist... Was ist da vorne passiert, an der Kasse? Ich kam rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihr aufgelauert habe. Aber der Punkt ist einfach, ich habe sie in der Stadt gesehen und habe gedacht, scheiße. Weil während sie ihn kennengelernt hat... Ja, da hatten wir was. Was? Weißt du, ich verstehe bis heute nicht, was haben sie an die Dame wie dir einfach... Haben sie Vorsicht, die... ne? Vorsicht, sie! Das war einmal zu viel Vorsicht. Umdrehen. Garantiert nicht. Umdrehen. Nein. Nein. So, Freundchen. Schluss mit lustig. Mann, ich weiß bis heute nicht, was sie an dir hat. Oder was sie mit dir will. Oder keine Ahnung. Guck dich doch mal an. Und dann sehe ich sie in der Stadt mit diesem scheiß dicken Bauch. Und weiß ganz genau, ja, ich hatte was mit ihr, während sie dich gedatet hat. Kapier das doch endlich mal. Ja, Herr Stoll wurde von uns hier abgeführt, er wurde belehrt. Das ganze Strafrechtliche, was auf ihn zukommt, womit er zu rechnen hat, das wird ihm nochmal eingehend gesagt werden. Wichtig ist aber, dass es der Mutter und dem Baby gut geht. Und Ende gut, alles gut. Der Herr Stoll hat ein bisschen die Beherrschung verloren. Ne? Ich bringe ihn ins Auto. Nein, tun Sie nicht. Also das Kind ist nicht von ihm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, wir hatten einen One-Night-Stand, aber... Die Frauenärztin hat bestätigt, es kann nicht von ihm sein. Ah. Und das war in unserer Kennenlernphase, da waren wir noch nicht zusammen. Gut, dann bleiben Sie jetzt erstmal hier, ja, kümmern sich erstmal um Ihr gemeinsames Kind. Und ich hoffe, dass der Rettungswagen jetzt langsam eintrifft. Die Ex-Affäre wird wegen Sachbeschädigung und Nötigung angezeigt. Das Kind ist tatsächlich von dem aktuellen Freund.